Хорошо ли живется на пенсии? За год до федеральных выборов в Германии многие политики, включая популистов с обеих краев политического спектра, обещают пенсионерам больше денег. 65-летняя Анти из Берлина рассказала Евроньюз, что после 45 лет работы сиделкой в доме престарелых она получает на руки 1500 евро. По ее словам, важно с молодого возраста задумываться о средствах к существованию в старости. Ältere Leute, die irgendwo untergebracht werden müssen oder untergebracht werden durch ihre Angehörigen und so, viele doch wenig, die haben nur so ein bisschen Grundtaschengeld im Monat, die selber sehr schlecht dastehen. Aber früher waren viele doch, gerade die Frauen, die waren zu Hause und haben eben nicht, die waren von dem Mann abhängig oder haben sich um die Kinder gekümmert. Und die sind im Alter schon ein bisschen allein, ich finde sehr allein gelassen, ja, auch vom Staat her. Средний размер пенсии в стране 1620 евро, из которых, разумеется, вычитаются налоги и взносы. Представитель немецкого фонда пенсионного страхования советует полагаться на другие источники дохода при выходе на заслуженный отдых. Wir haben in Deutschland seit 2001 das sogenannte Drei-Säulen-Modell, das heißt Alterseinkommen. Ist eben nicht nur die gesetzliche Rentenversicherung, sondern viele beziehen auch noch aus anderen Quellen. Beispielsweise drei Säulen, die große tragende Säule, die gesetzliche Rentenversicherung. Es gibt aber auch noch die private Altersvorsorge und die betriebliche Altersvorsorge. Und das können auch Einnahmequellen im Alter sein. Es gibt noch Kapitalvermögen, es gibt Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, es gibt vielleicht einen Partner, der einen mitfinanziert, sodass man, wenn man später auf die Alterseinkünfte an sich schaut, eben immer schauen sollte, wie ist denn der Haushaltskontext und nicht nur rein auf die gesetzliche Rentenversicherung. Гроссман подчеркивает, что существуют государственные гарантии и что пенсионные выплаты в Германии не могут опуститься ниже определенного уровня. Но вот хватает ли этого для комфортной жизни – большой вопрос.